Ich habe das Vergnügen, die Frage der Kontinuität des Ortes zu stellen. Und darum müssen wir uns überlegen, ob die Frage des Ortes nicht etwas komplexer gestellt werden muss, als nur eingegrenzt auf diese Frage der kulturellen Kontinuität, der Kontinuität der Strukturen, die wir vorfinden. Wenn wir dieser Tage also von einem Ortsbezug in der Architektur sprechen, so halte ich die Vorstellung einer Architektur, die auf den Ort reagieren würde, zumindest für irreführend. Diese Vorstellung einer Reaktion, also dass es Ursache und Wirkung gleich einen Ortsbezug geben müsste, ich halte diese Vorstellung für stark vereinfachend und deswegen auch für relativ problematisch. Unsere Position lässt sich vielleicht ganz gut an dem Neubau der Synagoge in Dresden zeigen. Als erstes Mal, wenn man vom Haus ausgeht, gibt es so eine spezifische Architektur für diese Bauaufgabe. Und wie verhalten sich die architektonischen Parameter, um die es hier geht, gegenüber historischen und aktuellen Phänomenen, die in dem Fall und an dem Ort wirklich wesentlich durch das Thema Identität und Migration bestimmt ist. Wie reagiert oder reagiert das Gebäude überhaupt auf den städtebaulichen Kontext? Und der ist in diesem Fall ja ganz wesentlich durch die Rekonstruktion von Vergangenem bestimmt. Wir finden Strukturen vor in unseren Bauplätzen, die natürlich auch Geschichte sind, aber jüngere Geschichte. Jüngste Geschichte. Für mich ist jede Architektur eine Architektur des Ortes. Architekturen, die wir entwickeln, sind eigentlich nichts anderes als Stadtbausteine, die wir dem großen Bauwerk Stadt in das große Bauwerk Stadt einbringen. Da haben wir den historischen Ort, das ist der Ort in Absentia. Weil der historische Ort gewachsen ist, habe ich heute eine gewisse Distanz, mit der ich den Ort betrachten kann. Der bestellte Ort, das ist das, was dann den Ort verändert, zu einer Veränderung führt. Die Bestellung an sich hat vielleicht eben überhaupt das Potenzial, den Ort zu verändern. Dort ist dann zu überlegen, ob das kontinuierlich oder diskontinuierlich ist. Bauwerke besetzen nicht Orte, sie erschaffen Orte. Sie passen sich nie bloß an die gegebene Realität an. Bauwerke schaffen eine neue Wirklichkeit, die es von ihnen nicht gegeben hat. Die dritte Aussage, die ich erwähnen möchte, stammt von Hermann Tschech. Alles ist Umbau. Alles, was wir heute bauen, ist Teil einer bereits von uns entstandenen, bewohnten, künstlichen Welt. Was für frühere Generationen die Natur war, ist für uns heute eine unendliche, heterogene und fragmentarische Stadtlandschaft, die alles verschlingt. Aus diesem Grund halte ich auch, dass vor allem in historischen Stadtkontexten bemühte Konzept der Einfügung durchaus für problematisch, weil es suggeriert, dass in Form einer optimierten, mimetischen Annäherung an die Umgebung ein Beitrag zu einem offensichtlich allgemein geschätzten Ortsbild geleistet werden könne. Und ich denke, dass diese Strategie schon deswegen zum Scheitern verurteilt ist, weil die Bedingungen, unter denen wir heute bauen, sich natürlich gegenüber den Bedingungen, die zur Zeit der Entstehung eben diese Orte gegolten haben, deutlich verändert haben. Orte werden wahrgenommen, denke ich, durch die Summe von kleinen Orten. Das ist das, was ich sehe, wenn ich mich durch ein Haus bewege. Und dann gibt es da noch den anderen Ort. Den anderen Ort gleich, wenn ich in den Eingangsraum, in die Eingangshalle hineinkomme. Dort habe ich eine Treppe, die weich und seltsam geschwungen vom Erdgeschoss, vom Eingangsgeschoss nach oben schwingt, über die ganze Höhe des Gebäudes. Diese Treppe, das ist der introvertierte Ort, das ist der autonome, der unabhängige Ort, das ist eben der etwas unerwartete Ort.